Hey ho, Leute, und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pineville Drive. Ja, ich habe die, als allererstes, ich habe die Einstellung, also die Helligkeit komplett hochgeregelt, aber ich sehe nicht ein bisschen, dass irgendwie was anders ist als sonst. Vielleicht ist die Taschenlampe jetzt heller oder so, ich weiß es nicht. Na gut, wir sind bei Tag 11, das heißt, wir haben ein Drittel des Spiels definitiv geschafft. Und ich werde, also heute ist, jetzt ist gerade Freitag. Und ich will einfach spielen, bevor mein Wochenende wegen des Spiels wieder versaut wird. Ah, das Spiel versaut mir sonst das Wochenende. Einfach weil es so gruselig ist. Es regnet ja schon wieder. Und jetzt will ich doch mal gucken, wie wir in diesen neuen Trakt kommen, den wir gefunden haben. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind von oben. Ich versuch's mal von oben, aber ich glaube, hier oben sind nur. Aber vielleicht. Nee, das ist dieses ätzende Kinderzimmer. Schlafzimmer. Das sind alles. Ja, ja. Ja, gut, okay. Also, das hier hat sich praktisch auch dezent erledigt hier oben. Na, nö. Na, sag mal, wie komme ich denn jetzt dahin? Nein. Mein Handy liegt hier voll im Weg. Ich kann kaum richtig steuern. Ja, weil wir haben ja, wie gesagt, einen neuen Gang gefunden. Neuen Gang, also praktisch hier. Aha! Hallo, ich bin wieder da. Ich dachte für einen kurzen Moment. Das Schlimme ist, wenn er mir jetzt sagt, er hat. Hallo! Sitzt jetzt immer noch da oben? Ach nee, jetzt muss ich da bestimmt hin. Da ist doch ein Schlüssel dann. Ach scheiße. Sitzt du bequem? Findest du schön? Ich mach die Augen zu. Ah! Ich habe die Augen nicht zugemacht, aber na gut. Danke für den Schlüssel. Dann wird es ja wahrscheinlich hier oben auch irgendwo weitergehen. Oh, klicki, klicki, klicki. Klickeli, klickeli, klick. Chong, chong, kong. Ich werde diesen Part jetzt auf Chinesisch aufnehmen. Tong, hon, las, aber nong. Hier waren wir ja schon. Oh. Immerhin ist doch schon mal etwas Gutes dabei. Wir haben irgendwie was. Nee. Nicht so meins. Gerade hinzugehen. Doch ich merke, also falls es jetzt schon die stockdunkelste Dings ist, Einstellung, habe ich ein bisschen was geändert. Hä? Keine Tür geht auf. Warum nicht? Habe ich oben alles durchgeguckt? Ich glaube schon. So eine Sofa finde ich toll. Na nö. Hm. Dann müssen wir wohl doch nochmal in den alten Trakt. Waren wir hier schon drin? Hier ist nichts mehr. Du bist nett? Ja, du bist immer noch nett. Damit ich weiß, dass ich hier schon mal war. Hm. Komisch. Finde ich bloß gerade die Gegebenheit, dass ich eigentlich dachte, es geht jetzt hier oben weiter, aber immer noch zu. Raum mit dem Scheiß. Büro. Hier war keine zweite Tür mehr. Lass mich wieder raus. Na nü? Sag mal. Wo? Dann gehen wir eins höher. Hm. Mysteriös. Aber hier? Ich weiß ja nicht.
Nee, das kannst du mal voll dezent knicken. Hallo? Ich will immer das Licht anmachen. Hier ist erstmal eine Kerze. Nein! Verschwendung! Verschwendungen! Verzeihung. Hallo. Aha. Ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Ist ja schön und gut, dass ich hier permanent im Kreis laufe. Aha. Gut, gut. Nein. Nö. Jetzt habe ich immer an der Stelle Angst, dass die nochmal aufploppt und sagt, liebe mich, aber ich will dich nicht lieben. Hallo. Was ist denn das für ein Scheißraum? Warum wird der... Oh, nee. Nee. Nein. 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 Lass mich raus. Lass mich raus. Scheiße. Lass mich raus. Lass mich... Oh, nee. Nein. Schlüsselgedingst hat sein, oder? Okay, kein Schlüssel. Kein Schlüssel? Warum nicht? Ich geh raus. Das ist mir zu. Heute Morgen saß die alte Clownpuppe wieder an ihrem alten Platz. Linda schwört, dass sie sie nicht angefasst hat. Ich hab sie wieder weggeräumt. Alter Schwede! Das war Psycho! Okay, Leute. Ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt war. Das weiß ich ja nie wirklich. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen direkt wieder. Zu Tag 12. Ich habe irgendwie so ein ganz blödes Gefühl, wenn der Clown schon erwähnt wurde. Da muss ich mich wahrscheinlich jetzt mit dem blöden Clown rumschlagen. Okay, Leute. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss!